Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer kleinen Challenge in F1 2020. Und zwar werden wir heute probieren, eine Legende zu besiegen, und zwar Ayrton Sennas Polezeit 1990 beim Brasilien Grand Prix. Und zwar ist der tatsächlich dann auch auf Interlagos gewesen und nicht in Rio de Janeiro wie der 1988, den ich eigentlich nehmen wollte. Und dort ist Ayrton Senna eine 1:17.277 gefahren. Und damit hat er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 201,483 Kilometer pro Stunde. Habe ich mir gemerkt. Und ich bin gerade selbst darüber erstaunt, wie ich mir das merken konnte. Und weil dieses Lenkrad hier nicht optimal geeignet ist für das Lenkrad, wie wir es in-game hier sehen, würde ich sagen, wir machen ein Swoosh. Und wir haben ein neues Lenkrad direkt hier angebracht. Und damit würde ich sagen, starten wir mal direkt hier rein. Und ich habe keine Ahnung, A, wie die Tastenbelegung ist, wobei ich das nur für Start und Stopp brauche. Und B, wo wir zeitentechnisch ungefähr hinkommen. Boah, direkt auf, nach Gefühl die richtige Taste erwischt. Ich weiß nur, dass man mit dem F2004 hier wohl eine 1.8 fahren kann. Und dass Walle hier eine 1.12 gefahren ist, die allerdings auch nicht gültig war. Deswegen gucken wir mal. Ab auf die Strecke. Oh, und hier können wir tatsächlich eine Besonderheit machen. Und hier muss ich jetzt tatsächlich die richtige Taste für finden. Ja, wir gehen nämlich in die Cockpit-Ansicht. Let's go. Hui! Alright. Da gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Weniger als 300 km/h Top Speed. Okay, erster Sektor schon mal Purple, was auch immer das bedeutet. Das Auto ist aber schön rutschig hier. Muss man präventiv schon ein bisschen gegenlenken. Okay, es wird vielleicht doch ein bisschen herausfordernder als gedacht. Im Moment haben wir nicht so viel im Delta, dass wir es direkt im First Try schaffen. Das ist gut. Erster Versuch, 1:19.1. Okay. Ich bin gespannt. Okay. Das Auto ist aus Kurven heraus sehr, sehr instabil. Vielleicht muss man noch tatsächlich ein paar Sachen beim Setup machen. Ich hoffe, die 2020er-Settings funktionieren da ganz gut. Oha, 0,4 schneller. Ein bisschen Short-Shifting könnte helfen. Okay, schon mal 18 etwa dazu gewonnen, indem ich ein bisschen früher hochschalte. Das ist schon mal gut. Alright, aber wir sind halt wirklich noch über eine Sekunde weg von der Polezeit. Alright, vielleicht sollte ich da ein paar Setup-Änderungen testen.
Okay, insgesamt Platz 4731. Ich probiere mal das, was ich auch sonst immer hier probiere. Und vielleicht sollte ich jetzt erstmal. Moment. F3, Select and Customize. Okay. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen runter mit dem Frontflügel, ein bisschen hoch mit dem Heckflügel. In der Hoffnung natürlich, dass das gut funktioniert. Differential mal so ein bisschen wie bei den 2020er Autos. Dann natürlich auch den Camber hier. Bam, 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 bam. Und den Toe. Okay, Suspension. Könnte ein spannender Punkt werden. Na, probieren wir es mal so in der Richtung. Ah. Also das Steuerkreuz hier ist ein bisschen schwabbelig. Okay. Ah, und hier, Tire Pressure. Oh, und hier gibt es auch die Weight Distribution. Die Gewichtsverteilung, der Ballast. Oh, das war eine OP-Einstellung in F1 2017 und Co. Och, da muss ich mal gucken, was wir stattdessen hier machen mit der Suspension jetzt. Hm, ich probiere es mal so. Mal gucken, wie das Auto funktioniert. Schon mal mehr Top Speed. Oh, Auto geht auch besser in die Kurven rein, aber in den schnellen Kurven. Okay, okay, testen wir nochmal. Okay, das sah schon mal sehr gut aus jetzt. Oh, sind schon über 3 Zehntel jetzt. Ah, ist auch unruhiger, das Auto. Alter, 6 Zehntel am Ende rausgeholt. Holy moly. Das ist schon unfassbar. Und damit sieht man auch, wenn man ein paar Setup-Änderungen macht, das funktioniert schon direkt ganz gut. Und jetzt machen wir noch ein paar Setup-Änderungen. Wir sind bei 1.17.7.1.7. Und damit haben wir 4 Zehntel noch etwa Rückstand zu der Bestzeit von Senna. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich da sehr viel näher dran bin, als ich gedacht hätte. Nachdem ich 2 Sekunden Abstand gesehen habe, direkt nach der ersten Runde, dachte ich eigentlich, okay, RIP, da geht fast gar nichts. Aber das funktioniert bis jetzt schon ganz gut. Vielleicht hier die Anti-Rollbar noch ein bisschen runter machen. Und ja, Frontflügel könnte vielleicht auch sogar noch ein bisschen weiter runter. Ich weiß nicht, was ich mit dem Heckflügel machen soll. Der könnte theoretisch auch ein bisschen runtergehen. Oder der Fokus kurz weg. Wie dem auch sei, probieren wir es nochmal. Okay, let's go. Wir haben ein bisschen weniger Frontflügel. Das zeigt sich direkt im Delta schon. Auto geht auch sehr viel besser in die Kurve rein. Aber es ist halt super zickig mittlerweile. Oh! Okay, ich muss ein bisschen was ändern. Das mit der Gewichtsverteilung ist zu krass. Okay. Durch Senna ist etwa 1/10 Sekunde verloren. Oha. Uff! Ah! Okay, nochmal. Uff! Ja, das ist nicht so gut. Ah, ärgerlich. Okay, ich glaube, alles, was ich geändert habe, ist nicht unbedingt so vorteilhaft. Ich nehme das Setup von eben nochmal direkt. Our best lap so far is a 117.7.
Okay, direkt minimal Zeit rausgeholt. Ah, das ist echt auf Augenhöhe mit der Runde eben. Okay, es sind wieder 2 Zehntel, die wir weggeknabbert haben. Und wir sind sehr nah dran. Eine 17,277 ist das Ziel. Aktuell haben wir 17,522. Oh! Ah! Okay, restarten wir. Schön durchs Center ist gefahren. Sauber. Es sah zwischenzeitlich so aus, als könnte ich die Zeit schaffen. Oh, jetzt schaffe ich nicht mal eine PP. Oh, es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Okay, weiter. Oh. Nein, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In der Realität wären jetzt ein paar Millionen hinüber. Okay, nochmal. Nein! Oh, ärgerlich. Gucken, was es für eine Zeit gewesen wäre. Uff. Das wäre es gewesen. Okay, die Chance ist auf jeden Fall da. Weiter. Ah! Ah! Das Auto ist so zickig mit dem Ballast. Nochmal. Schön, fast eine halbe Zehntel rausgeholt. Weiter. Nein! Ah! Oh! Wieder zu weit raus. Nochmal. Sehr gutes Ding. 300 zu etwa. Nein!
Oh, nochmal. Uff, da habe ich sehr viel beim Entry verloren, aber beim Exit haben wir ein bisschen was rausgeholt. Das ist gut. Es fehlt legit eine Tausendstel Sekunde. Nochmal. Ja, let's go, Leute. Jetzt machen wir's. Oder auch nicht. Ja, okay. Nächster Versuch. Jeff, jetzt nicht, bitte. Bitte, Jeff. Bitte, 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 bitte. Ach komm, ich muss im Center jetzt schon Zeit gut machen. Das muss gesetzt sein. Nochmal. Nein! Und weiter. Oh, nochmal. Das war okay. Sauber. Oh. Oh. Yes! Oh! Finally, ey! Yes! 6000 schneller gewesen und dafür jetzt noch ein paar Donuts. Nice! Ah, sauber. Leute! Wir haben es geschafft. Wir haben den Rekord von Ayrton Senna
um 6000stel getoppt. Gerhard Berger ist da übrigens eine 1.17888 gefahren, sein Teamkollege damals. Schauen wir mal. Ja, es ist Gerhard Berger. Jo, ist natürlich keine so starke Zeit, aber hey, wir haben es geschafft. Tja, ihr Lieben, ich hoffe, das Format hat euch gut gefallen. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass es so eine riesen Challenge wird. Ich hatte kurz mal Angst, dass wir es viel zu früh schaffen. Wir haben ja die Verstappen-Pole-Zeit quasi Second Try schon geschafft. Aber hier hat es ein bisschen länger gedauert. Tja, das Rennen hat er zwar dann nicht gewonnen, das hat, glaube ich, Alain Prost gewonnen. Senna wurde nur Dritter hinter Gerhard Berger. Aber trotzdem, die Pole-Zeit, die haben wir jetzt getoppt. Welche Pole-Zeit sollen wir als nächstes toppen? Haut's mal gerne in die Kommentare. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten, ihr Lieben. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen, Abo, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und gerne in die Comments, wie gesagt, was ihr euch demnächst noch wünscht.